Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Speedbuild. Ja, ich habe mal wieder angefangen, ein bisschen zu bauen. Ich hatte irgendwie wahnsinnig tolle Lust mal wieder drauf. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber ja, es war toll. Aber ja, ich habe gemerkt, dass ich es lange nicht mehr gemacht habe, da ich auch irgendwie gefühlt vergessen habe, die Hälfte aufzunehmen. Die ganze Außengestaltung fehlt zum Beispiel. Und zwischendurch habe ich auch mal vergessen, was aufzunehmen, wenn ich zwischendurch mal gebaut habe. Ich habe das nämlich nicht alles an ein Stück gebaut, sondern mal immer wieder mit Unterbrechung und dann mal wieder ein bisschen weiter. Und dann habe ich irgendwie teilweise vergessen aufzunehmen, weil ich dachte, ach komm, jetzt baust du da nochmal ein bisschen was Schönes hin. Und ja, im nächsten Moment dachte man sich dann, verdammt, das wolltest du doch aufnehmen. Aber das sieht man ja am Ende alles im Screenshots. Einen großen Teil habe ich auch aufgenommen, ich habe aber auch einen Teil rausgeschnitten, weil ich teilweise wirklich ein bisschen verzweifelt war und rumprobiert habe. Und ich... Das muss ja nicht unbedingt mit drin sein. Aber wo ich mir das jetzt so hier angucke, frage ich mich, warum ich nicht so ein großes Fenster genommen habe. Im Endeffekt habe ich nämlich so ein kleines Fenster, das da Fenster genommen. Das war auch ganz nett, nutze ich sonst eigentlich wirklich nie. Aber so ein großes Fenster hätte ein bisschen mehr Licht reingebracht. Und ich habe mal ein bisschen auf eine etwas andere Methode gebaut. Und zwar habe ich Raum für Raum gebaut. Ich habe nicht den ganzen Grundriss auf einmal gemacht, sondern habe mich Raum für Raum dran getastet und in das Haus für Raum um Raum erweitert. Hat ziemlich gut funktioniert. Ich habe auch schon einen zweiten und einen dritten Speedbuild jetzt auf Lager. Beim zweiten ist mir übrigens das gleiche passiert wie hier mit den Aufnehmen. Und ja, da habe ich irgendwie das alles so gemacht, Raum für Raum. Ich muss sagen, ich komme damit richtig gut klar. Irgendwie viel, viel besser, als wenn ich erst ein ganzes Grundstück, also einen ganzen Außenbereich plane, den ganzen Grundriss schon und dann erst baue, weil irgendwie verschätze ich mich dann mal mit der Größe. Und so funktioniert das erstaunlich gut, muss ich sagen. Und es macht doch irgendwie mehr Spaß, auf diese Art und Weise zu bauen. Ich weiß nicht wieso, aber es ist ziemlich schön. Und ja, es hat doch Spaß gemacht, mal wieder zu bauen. Und demnächst kommen auf jeden Fall auch ein paar mehr Sachen. Ich habe ja auch schon ein zweites Speedbuild auf Lager. Das muss ich noch bearbeiten. Ein drittes ist fast fertig. Und ja, es fehlt eigentlich noch all dieses Gequatsche von mir oben drüber. Aber ich wollte auch ein bisschen mit euch über dieses neue Erweiterungs- oder Gameplay-Pack reden, was jetzt kommt. Ich muss sagen, ich finde es wahnsinnig interessant und ich werde das auch streamen. Wahrscheinlich am Freitag, wenn es gar nicht funktioniert am Freitag, dann am Samstag. Aber Freitag ist auf jeden Fall erst einmal geplant und ich denke, es wird auch Freitag werden. Aber das sage ich dann spätestens Donnerstag im Discord oder alle spätestens Fall Freitag, je nachdem dann. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie es wird, weil es ist mal was komplett anderes. Für mich sieht es auch eher so aus wie eine Art Story-Modus. Also wirklich wie so ein richtiges kleines Spiel. Also jetzt nicht Sims-mäßig, sondern man muss ja wirklich so eine Geschichte dahinter lösen oder so ein Geheimnis entdecken. Und das ist ja was ganz anderes, als wie man sonst das in Sim machen muss. Und darauf bin ich sehr gespannt, wie das wird, wie es sich entwickeln wird. Und ich bin auf die neue Stadt gespannt. Und vor allem auf diese neue Karriere. Und ich freue mich wahnsinnig toll auf diese Laptops und vor allem auf dieses coole, dieses Kampf-Kunst-Sport-Gerät, was man dort in diesem Trailer gesehen hat. Das gab es ja auch damals in Sims 3 so ähnlich. Also es sah anders aus, aber das ging in dieselbe Richtung. Mit, wie ist das Pack? Reisen, Abenteuer oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall, wenn man nach China gereist ist, hat man das dort gefunden und hat es bekommen. Und damals war es der Kampfkunst. Ich denke, diesmal wird es jetzt allerdings auf die Sportfähigkeit berufen oder wird da halt mit reingezählt. Aber ich freue mich wahnsinnig drauf. Ich denke, das wird richtig cool. Und vor allem Laptops, endlich wieder Laptops. Gerade jetzt, wo ich wieder ein bisschen aktiver Sims 3 spiele, gerade mit den Unis jetzt, so sind Laptops, denke ich, wirklich richtig cool. Vor allem, die sind ein bisschen kleiner, kompakter, die kann man einfacher mitnehmen und hat nicht immer so ein... Also gut, die Frage ist, ob man die mitnehmen kann. Aber ja, die sind ein bisschen schöner und man muss nicht überall so einen Computer reinstellen, was ich sehr angenehm finde und worauf ich mich sehr, sehr freue. Generell auf das ganze Pack. Ich freue mich darauf, dieses Geheimnis zu lüften,
warum diese Leute dort so seltsam drauf sind, wie sie halt drauf sind. Und ich muss mal gucken, entweder mache ich das mit einer Familie, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Also entweder mit der Not-So-Berry-Familie, da muss ich mal schauen, oder mit der Legacy-Familie. Oder ich erstelle einen einzelnen Sim, neun, und mache das so ein kurzes, zeitweise Let's Play daraus, indem ich halt versuche, diese Sachen zu erkunden, um das halt aufzudecken. Da bin ich noch nicht sicher, vielleicht schnappe ich mir einfach nur einen Sim aus einer Familie und versuche mit dem das Geheimnis zu lüften. Da muss ich mal gucken, ob ich das noch mache, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Und ich hoffe ehrlich gesagt auch, was zukünftig Packs angeht, dass wir bald Unis bekommen. Ich würde mich so auf Unis freuen, weil ich muss sagen, ich spiele jetzt ein bisschen Sims 3, auch mit Universitäten wieder. Und es macht so viel Spaß, es ist so schön und je mehr man das in Sims 3 spielt, wünscht man es sich irgendwie in Sims 4. Weil ich muss sagen, Sims 3 macht mir Spaß, aber ich muss sagen, ich finde Sims 4 vom allgemeinen Spielen her immerhin noch angenehmer oder trotzdem angenehmer als Sims 3, deswegen würde ich es auch gerne in Sims 4 haben. Und dieses Lampenchaos, keine Sorge, das beseitige ich dann noch. Ich sehe gerade, das sieht ja wirklich gruselig aus. Aber ich wollte es nur schön hell zum Bauen haben. Aber das kommt dann auch wieder alles weg. Ich wollte noch irgendwas erzählen. Ah, ich hab's vergessen. Ja, gut. Achso, genau. Für das Haus habe ich jetzt keine spezielle Familie. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht dafür noch eine erstelle. Da muss ich mal schauen. Und ja, obwohl, das könnte ich eigentlich wirklich machen. Die Familie hatte, oder nicht die Familie, das Haus hat einen sehr großen Garten. Und dafür würde sich vielleicht auch einen guten Hund eignen, den könnte man noch mit unterbringen. Ich habe jetzt das Haus nicht für einen Hund, oder nicht für einen Hund mit eingerichtet, aber das kann man noch ergänzen. Ich denke, der Platz dafür ist auf jeden Fall noch da. Weil für einen kleinen Hund sollte noch Platz sein, auch ein großer Hund sollte gut unterzubringen sein. Auf jeden Fall hat man genügend Platz dafür im Garten. Und ich habe auch einen Basketballkorb aufgestellt. Das heißt, auch sportlich begeisterte Sims können hier eigentlich ganz gut wohnen. Und ja, jetzt habe ich hier noch den Rest ergänzt. Das heißt, das habe ich dann schon noch gemacht. Und das ist dann das Haus. Vor allem, ich bin richtig stolz auf mich, weil es ist relativ klein. Ich baue ja immer relativ riesig und groß. Aber ich muss sagen, dieses Raum für Raum bauen hat mir dabei wirklich geholfen, dass es nicht so gigantisch wird. Weil ich überschätze das irgendwie nur so ein bisschen. Ich denke, ja, ich brauche so und so viel Platz, aber wenn man das Raum für Raum baut, merkt man eigentlich, dass man doch gar nicht so viel Platz braucht. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht andere doch noch für ein bisschen groß empfinden oder ob das für andere noch ein bisschen zu riesig ist. Aber für meine Verhältnisse ist es wirklich klein. Und an ein oder anderen Stelle dachte ich mir dann doch schon mal, ist vielleicht jetzt ein bisschen wenig Platz. Aber man konnte es dann trotzdem sehr gut lösen, indem man vielleicht das eine oder andere noch ein bisschen verschoben hat, hat es dann doch ziemlich gut funktioniert. Also die Räume sind jetzt hier teilweise wirklich nicht so ganz fertig, so richtig final sind sie dann in den Screenshots, weil ich habe halt vergessen, uns mal aufzunehmen. Habe ich ja schon gesagt, vor allem der gesamte Außenbereich existiert irgendwie gar nicht. Das habe ich komplett verplant. Das war dann meine Nachtaktion, wo ich mir abends dachte, oh ja, du könntest jetzt mal ein bisschen was in Sims bauen und dann vergessen aufzunehmen. Aber gut. Ich denke, das sollte mir in Zukunft nicht mehr so häufig passieren, bis auf den zweiten Bild, da ist mir dasselbe passiert. Aber in den dritten Bild habe ich dann schon drauf geachtet, dass ich so ein paar mehr Sachen aufnehme. Die Frage ist, wie viel ich dann im Endeffekt drinnen lasse, weil bei vielen Stellen schiebe ich nur planlos Möbel von A nach B und weiß nicht, wie ich sie am besten stellen soll. Und deswegen schneide ich da jetzt doch ein bisschen mehr rum. Und ja, genau. Vielleicht mache ich da wirklich mal was mit einer Familie. Ich hätte es eher als so WG angedacht. Vielleicht zwei gute Freunde, die zusammenziehen. Oder vielleicht auch ein paar Geschwister, die zusammen eine WG gründen. Irgendwie sowas in diese Richtung wäre, denke ich, ganz passend. Aber eher eine WG mit zwei Freunden vielleicht. Ich denke, das wäre ganz passend. Und ja, die Tür dort ist komplett falsch, weil da ging es nicht weiter. Da ist man nämlich im Flur gewesen, das ist mir aber irgendwie nicht aufgefallen. Oder wäre man dort im Flur gewesen? Ich weiß es gar nicht. Oder war das mal unten im Haus, wenn mir das passiert ist? Doch, ich glaube, da wäre man im Flur gewesen. Aber darauf bin ich Genie nicht gekommen.
Das habe ich dann erst beim Testen erfahren, dass da irgendwas nicht so ganz funktioniert. Und deswegen habe ich das dann nochmal getestet. Und ja, jetzt beginnen dann gleich die Screenshots. Es hat sich noch ein bisschen was verändert bei der Außengestaltung. Ich bedanke mich jetzt erst einmal recht herzlich fürs Zusehen. Und ja, wir sehen uns dann irgendwann zu einem neuen Speedbild wieder. Vielleicht noch so ein Familienerstellen-Zeug für dieses Haus noch. Ich muss mal schauen. Und ja, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Resttag. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye.